Hallo lieber Wassermann, herzlich willkommen zu deiner Legung für die kommenden 60 Tage. Beachte bitte immer auch die Legungen zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Für Wassermann bitte, was kommt in den nächsten 60 Tagen auf Wassermann zu, bitte? Wassermann. Ritter der Stäbe. Ziemlich interessant. Ritter der Stäbe ist die Playboy-Playgirl-Karte. Mhm. Und diese Leute sind normalerweise ziemlich sexy. Ja, die, weil das ist ihr Gebiet, das ist ihr Fachgebiet und da agieren sie, oder? Und Ritter der Stäbe, ich habe den Eindruck, dass hier in den nächsten 60 Tagen ein Playboy, eine Playgirl ziemlich präsent sein wird, in deinem Leben ziemlich präsent sein wird. Dieser Mensch ist eigentlich sehr sexy, aus deiner Sicht auch sehr sexy, sehr anziehend, aber ich spüre von deiner Seite aus hier mit Ritter der Stäbe eine gewisse... Nicht Abneigung, aber irgendwie findest du das Verhalten von diesem Menschen abstoßend in den nächsten 60 Tagen, Wassermann. Okay? Ich kann dir auch gleich sagen, warum. Stemple diesen armen Playboy, diese arme Playgirl nicht ab. Es geht hier darum, dass mit Ritter der Stäbe du gewisse Unklarheiten momentan in deinem Leben hast, Unsicherheiten in deinem Leben hast, dass gewisse Dinge ein Erdbeben erleben momentan in deinem Leben. Ja, gewisse Dinge hängen am Seidenfaden momentan in deinem Leben und deswegen ist bei dir libidomäßig nicht sehr viel los, Wassermann. Deswegen kann man hier bei dir momentan bzw. in den nächsten 60 Tagen nicht mit Sexiness andocken. Okay? Ich habe hier nicht den Eindruck, dass du hier diesen Menschen grundsätzlich ablehnst, nur das aktuelle sexy Verhalten von diesem Menschen wird abstoßend für dich sein, weil es so... Es ist so ein Widerspruch zu deiner momentanen Energie. Es ist genau das, was du eben nicht suchst momentan. Ja? Du suchst momentan Basis, du brauchst momentan Ruhe, du brauchst momentan beständige Menschen, ruhige Menschen, zurückhaltende Menschen. Ja? Jetzt da bei dir ein paar Dinge wackeln, ja, in den nächsten 60 Tagen. Und ein solches Verhalten findest du momentan ein bisschen abstoßend. Okay? Warum ist Ritter der Stäbe abstoßend, wenn du dich unsicher fühlst, wenn da was am Wacken ist? Weil Sexiness auch eine wackelige Angelegenheit ist. Sexiness ist nicht, dass ich dir in die Augen starre und da an einem Lollipop sauge, sauge, sauge. Das ist nicht Sexiness. Sexiness ist, wenn ich da an einem Lollipop sauge und dann schaue ich weg, entnehme, ja, entziehe dir die Aufmerksamkeit wieder und dann schaue ich wieder zu dir und dann wieder mit Lollipop. Und dann schaue ich wieder weg, schaue dich 2 Minuten lang nicht mehr an, schon fragst du dich, oh mein Gott, sie hat mich doch gerade angemacht, warum schaut sie nicht wieder mich an, ist sie etwa interessiert, was will sie von mir? Das ist das, was diese Spannung, ja, es ist spannend, diese Spannung herstellt, ja, dieses Unsichermachen, unterschwellige Unsichermachen und deswegen stößt es so sehr ab hier, okay. Das ist genau das, was du jetzt nicht brauchst. Ja. Okay. Siehst du? Ich sage, ich bin Hellseherin, die Menschen glauben es mir nicht. Ihr glaubt es mir. Ihr glaubt es mir. Ich habe hier 2 der Münzen. Meine Welt wankt momentan. Ich muss den Boden unter den Füßen muss ich finden und ich kann das jetzt nicht gebrauchen, dass da jemand mit mir Aufmerksamkeitsspiele spielt, Maus- und Katz-Spiele spielt, das ist abstoßend für mich, sowas wächst mir schnell über den Kopf hier mit 2 der Münzen. Ich muss hier momentan erstmal schauen, dass ich mein Leben wieder in Gleichgewicht bringe. Okay, dein Leben scheint hier ein bisschen außer Gleichgewicht zu sein. 2 der Münzen hier. Ich kann dich insofern beruhigen, dass es daran liegt, dass du auch Dinge auf dem Tisch liegen hast, die dir nicht mehr wichtig sind. Ja,
Ja, du versuchst hier den wöchentlichen oder die wöchentlichen Vereinstreffen einzuhalten, Vereinstreffen für Vögelbeobachtung einzuhalten und gleichzeitig auch dein Versprechen in Bezug auf Mountainbiking in der Gruppe einzuhalten. Beides ist am gleichen Tag, ja, gehst am Morgen Vögel beobachten, am Abend gehst du biken und dabei hast du gar kein Interesse mehr an Vögeln. Du interessierst dich eigentlich nur noch fürs Biken. Es ist mehr so ein Pflichtgefühl. Ja, die anderen fänden es so schade, wenn du nicht mehr zum Vögelbeobachtungsverein kommen würdest. Oder du würdest die anderen Mitglieder enttäuschen. Und du führst ja da die Haushaltskasse, ja, die Vereinskasse führst du da. Du kannst da nicht einfach aufgeben. Doch, kannst du. Zwei der Münzen hier. Du musst priorisieren, um hier wieder den Boden unter den Füßen zu finden, Wassermann. Okay? Es geht hier, das ist nur ein Beispiel jetzt gewesen. Es geht hier ganz einfach darum, dass du hier nur noch aus Pflichtgefühl an einem Ort bleibst, in das du aber gar nicht mehr investieren möchtest. Ist nur noch Pflichtgefühl. Ja. Die Angst davor, andere zu enttäuschen. Es gibt immer so eine kollektive Energie. Klar, ich schaue hier für die Sternzeichen, die alle haben ihre einzelnen Legungen, aber es gibt immer eine kollektive Energie. Wir haben auch gesellschaftlich eine kollektive Energie. Wir alle erleben momentan den Ukraine-Krieg mit. Wir alle erleben momentan die Vernetzung der Welt mit, oder das machen wir alle kollektiv mit. Und kollektiv sehe ich momentan schon ein bisschen, so auch in meinem Freundeskreis, die Angst davor, ein Arschloch zu sein. Leute, ihr müsst manchmal auch ein Arsch sein. Da dürft ihr keine Angst davor haben. Ja, ihr müsst auch mal Menschen enttäuschen, ja, damit ihr euch selbst nicht enttäuscht. Niemand. Kein Mensch liegt am Ende des Tages auf dem Sterbebett und sagt sich, mein Gott, hätte ich doch die anderen Mitglieder im Verein nicht enttäuscht. Nein, jeder, der da auf dem Sterbebett liegt, inklusive jene, die Kinder haben, sagen am Ende, hätte ich doch das getan, mehr von dem getan, was ich will. Okay, und man muss manchmal ein bisschen gefährlich sein für die Mitmenschen. Ja, die müssen ja manchmal damit rechnen, dass du auch ein Arsch sein kannst, dass du auch mal hängen lassen kannst, wenn es sein muss. Das muss sein. Also diese Gefahr muss immer ein bisschen bestehen. Ja, sei ein bisschen gefährlicher. Hab keine Angst davor, als der zu gelten, der den Verein in den Stich gelassen hat. Dann ist das halt so. Ja, dann bist du da halt ein Loser. Ja, und geh biken. Okay, also schaut halt, die Meinung anderer, ja, ist nur eine Meinung. Das ist keine Rechnung, das ist keine Steuererklärung, das ist nicht das Essen, das du isst, okay, das ist nicht deine Kleidung. Es ist nur da draußen in der Welt eine Meinung. Und wenn ich eine Meinung zu dir haben möchte, Wassermann, dann habe ich eine Meinung. Das kannst du so oder so nicht verhindern. Ja? Ich persönlich finde es blöd, dass du hier immer noch die Vereinskasse führst bei einem Verein, wo dich niemand dafür interessiert. Ich finde es blöd, da hast du jetzt meine Meinung. Was tust du jetzt? Eben. Scheiß drauf. Wirklich. Du kannst da nicht, oder? Nach der Meinung anderer. Natürlich hat man eine Meinung. Also, alle haben eine Meinung, aber es ist nur eine Meinung. Es ist nur eine Meinung. Nur ein Gedanke, den die Menschen haben. Ne? Ich habe hier Ritter der Schwerter. Also einerseits ein bisschen blöd, was hier jetzt auf dich zukommen wird, andererseits hat es aber auch etwas Gutes. Okay? Hast du gemerkt, dass du hier das andere, sei es deine erwachsene Tochter, die du da immer noch unterstützt, die ist 35, ist immer noch am Studieren, ja, sei es, dass du sie immer noch unterstützt und dabei weniger Zeit hast für das andere, sei es ein Verein, sei es sonst was, hast du gemerkt, dass du diese eine Sache da in letzter Zeit ziemlich vernachlässigt hast? Dadurch, dass du hier jetzt schaukelst und jetzt eigentlich dein Augenmerk auch auf etwas anderes gelegt ist, schau, dein Blick ist hier in Richtung zwei der Münzen. So wie du es bereits vorausgesehen hast, dein Blick geht hier, wenn man es genauer anschaut, in Richtung Ritter der Schwerter. Du wusstest, dass hier deine Tochter reklamieren wird. Ja, Papa, jetzt hast du mir da meine Kosmetikrechnungen nicht bezahlt. Du wusstest, dass die Vereinsmitglieder ja Bemerkungen machen werden, weil du nicht mehr 100% da bist.
Du wusstest das. Du wusstest, dass das kommen wird. Und hier kommt es auch mit Ritter der Schwerter. Ja, mit Ritter der Schwerter wird hier eine Person hier, die hier beim Alten involviert ist, ziemlich frech zu dir sein. Und diese Frechheit, ja, es ist gemein, aber es ist auch sehr gut. Warum? Weil du dann daraufhin sagst, vier der Münzen, ich gebe dir gar nichts mehr. I'm out. Ich bin draußen. Na, du überspringst, zwei der Münzen, vier der Münzen, dazwischen ist drei der Münzen. Drei der Münzen ist der Punkt eigentlich, wo du sagst, weißt du was, Biken ist für mich wichtiger. Weißt du was, meine Rente ist mir wichtiger, ich möchte da in meinem Rentenalter das und dies und jenes tun, nicht mehr diese erwachsene Tochter. Oder bei drei der Münzen priorisierst du, aber hier wird genau das übersprungen. Ja, das, was dir hier so schwer fällt, dass du hier zugeben musst, dass das andere dir wichtiger ist wie das eine, ja, das wird hier direkt übersprungen und du wirst dann hier mit vier der Münzen erst recht dann sagen, beziehungsweise da dann erst sagen, weißt du was, ich bin hier raus, von mir gibt's nichts mehr. Ja. Die Priorisierung wird übersprungen. Gut. Gerechtigkeit, vier der Stäbe, du findest schon bald deine Basis hier, Wassermann. Königin der Münzen ist relaxing pur, auf beiden Füßen, auf dem Allerwertesten sitzt du da gemütlich, dann in den nächsten 60 Tagen findest deine Balance, nachdem hier dieses Erdbeben hier stattgefunden hat, wirst du hier deine Balance finden, siehst du hier Balance? Ja, das ist auch die Balancekarte, die Gerechtigkeitskarte steht für das Gleichgewicht. Ich habe hier vier der Stäbe liegen. Du wirst hier dann eine freudige Nachricht erhalten. Ich habe den Eindruck, dass es mit Ritter der Stäbe hier verbunden ist. Es ist die erste Karte hier, Ritter der Stäbe. Und hier habe ich als letzte Karte, habe ich hier vier der Stäbe. Ich glaube, dass hier in Bezug auf Ritter der Stäbe eine gewisse, da wird aus etwas Nägel mit Köpfen gemacht. Weil bisher hat dieser Mensch vor allem mit Verunsicherungen agiert, ja, Aufmerksamkeit geben, wieder entziehen, Maus- und Katz-Spiel. Und nachdem er sie hier sieht, oh, Wassermann beachtet mich nicht, oh, das wird noch schlimmer, wenn ich Wassermann so begegne, ja, er, sie weiß nichts davon, was da in deinem Leben läuft, wird dieser Mensch sich einkriegen und mit vier der Stäbe dieses Mal eine andere Strategie fahren. Die Strategie der Basis, die Strategie der Sicherheit hier. Du kannst momentan, kannst du die Fortsetzung momentan kannst du hier die Fortsetzung deiner Legung zum halben Preis holen, Wassermann, mit dem Code SOMMER24, alles zusammen und groß geschrieben, holst du dir die Fortsetzung deiner Legung hier zum halben Preis. Du findest den Code auch auf meiner Webpage, alles zusammen und groß geschrieben, okay? Ich werde hier jetzt deine Legung fortsetzen. Ich werde hier schauen, was genau hier passieren wird und worauf das Ganze hinausläuft. Dann werde ich hier schauen, was du vor diesem Ritter der Stäbe versteckst und was dieser Ritter der Stäbe vor dir versteckt. Und ich werde dir hier auch sagen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Ja, mit diesem Ritter der Stäbe. Ich frage hier auch, wann dieser Angriff auf dich zukommt. Ich werde dir diesbezüglich sagen, an welchen Tagen das in den nächsten 60 Tagen passieren wird. Den Link zur Fortsetzung findest du einerseits hier, andererseits hier im Bild, andererseits findest du es auch in der Infobox oder auch im obersten Kommentar von diesem Video. Geh da zu den Kommentaren von diesem Video, da habe ich es zu oberst angeheftet, damit das nicht runterrutscht. Im obersten Kommentar, das ist von mir, in Balz Tarot, hat dort kommentiert, da findest du den Link zur Fortsetzung. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.